Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DSJ4. Ja, sind wir heute hier und heute geht's endlich los mit der Vier-Schanzentournee. Ja, wir sind wieder hier und hoffentlich sollte jetzt alle Folgen innerhalb dieser Woche kommen. Und ich wünsche schon mal viel Spaß mit der Folge. So, ja, da sind wir. Und das ist unsere Startliste für den heutigen K.O.-Bewerb. Jetzt schauen wir mal, was hier die Qualifikation uns so bringen wird. Wir starten heute mit Philipp Sakala und leichten Rückenwind von hinten. Seitlich meine ich natürlich, Rückenwind von der Seite, weil Rückenwind ist Rückenwind. So, Philipp Sakala startet mal mit 128,5 Meter. Ist durchaus in Ordnung. Schauen wir mal, wo aber der Standard heute liegen wird. Ich glaube nicht bei 128,5. Das glaube ich nicht. Müsste ein bisschen weitergehen. Schauen wir mal, wie es ausschaut jetzt mit Daniel Andre Kakina. Der springt ähnlich weit, aber ein bisschen weiter. 130,5 Meter. Schaut hier mal so die Weite aus. Ja, anscheinend dreht auch der Wind ein bisschen auf die Seite. Das heißt, wir werden auch wahrscheinlich ein paar weitere Sprünge sehen. Aber das ist hier nicht ge gegeben, denn es ist durchaus, naja, ein bisschen Schwund auch drin, denn da kann man gern mal durchfallen, wenn man hier nicht richtig rauskommt und richtig in der Luft liegt. Hier macht man schon eigentlich den ganzen Sprung über dem Vorbau und da muss man sich treiben lassen. Also wenn man da oben was falsch macht, dann hat man es verkackt. So, jetzt aber muss ich sagen, wieder Qualifikation. Ein bisschen im Schwank erzählen, ja, das ist schwierig. Nicht so viel passiert, außer dass jetzt die Wohnung so gut wie fertig ist. Die alte Wohnung muss noch gesäubert werden und ein paar Dinge noch hin und her gefahren. Dann erfolgt die Übergabe. Also das wird sehr, sehr schön sein, wenn das mal erledigt ist. Aber ich genieße jetzt schon die neue Wohnung unheimlich und ich werde demnächst mal wahrscheinlich einen kleinen Rundgang veröffentlichen. Weil so groß mitgefilmt habe ich jetzt nicht, wie bei der ersten Wohnung. Aber ich werde einen kleinen, wahrscheinlich so zweiminütigen, dreiminütigen Vlog über meine ganzen Dinge hier machen. Also seid gespannt auf das mal. So, ja, jetzt ist wieder Sonntag, jetzt kehrt wieder das Arbeitsleben ein hier. Der 8. haben wir heute, während ich das aufnehme. Das heißt, heute Abend muss ich wieder arbeiten. Das heißt, es geht wieder in den Arbeitsrhythmus über. Ich hoffe, ich kann da so ein bisschen wieder meinen Schlafrhythmus finden. Ich bin heute zumindest um 11 Uhr aufgewacht. Immerhin. Das ist das Späteste seit, naja, Weihnachten. Also, ja, hoffentlich geht das mal klar, dass ich dann wieder in den Schlafrhythmus komme, dass ich dann 7 Uhr morgens schlafen gehe und um 15, 16 Uhr aufstehe. Das müsste doch eigentlich klappen dann. Schauen wir mal. Yukiya Sato mittlerweile auf 136 Meter auf Rang 1. Das war der beste Sprung bisher. Schauen wir mal, ob es auch noch weitergeben kann. Ich habe hier noch ein bisschen eine Tasse Schwarztee, denn ich bin quasi aufgestanden, habe ein bisschen aus dem Fenster gestarrt und dann mir eine Tasse Tee gemacht. Und jetzt bin ich hier. 136,5 Meter. Also stark von Jan habt das. Aber der Wind ist auch teilweise nach oben zeigend. Auch wenn es nur für kurze Fragmente war. Vielleicht kann es ja bis zur Hillside gehen. Vitali Kalinitschenko kommt leider schief raus. Und das büßt er natürlich dann mit der Weite ein mit 117 Meter. Das war dann nicht seins, muss man ganz ehrlich sagen. Fatih Ada İpcioğlu jetzt. Ja, ist noch immer ein bisschen am Hallen im Hintergrund. Aber ich glaube, ich werde mich daran gewöhnen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt weggehen wird. Also wir werden gucken. Vielleicht werde ich da irgendwas noch an die Wände hängen oder noch irgendwas aufstellen, dass es vielleicht eventuell nicht so ist. Aber ich habe schon ziemlich viel aufgestellt. Also mal gucken. Vielleicht bleibt es auch so. Ich hoffe, die Akustik stört nicht zu sehr. Sonst müsst ihr es mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir ja dran arbeiten. Ja, Karl Geiger. Die echte Vier-Schanzentournee ja vorbei, hat der Kranich mit gewonnen. Und hier
schauen wir auf jeden Fall mal ins erste Springen in die Qualifikation, also direkt davor. Timeskip zurück quasi. Ich schaue, dass ich wirklich jeden Tag jetzt das Springen rausbringe, das komplette Springen. Deswegen wird das hier auch eine Folge werden. Und die nächsten drei auch. Dass ich einfach wieder up to date bin. Und wenn dann im Weltcup wieder mal so eine Woche Pause ist oder so, dann versuche ich natürlich auch andere Videos dazu zu machen. Was ich jetzt auch vorhabe, ist direkt nach dieser Aufnahme eine Folge Entropy Center für den zweiten Channel aufzunehmen. Habe ich auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das geht. Aber ja, das möchte ich auch weiterspielen. Nur so viel dazu mal. Ja, für die, die das eventuell gucken wollen. Aber wie gesagt, ich wollte ja den Channel jetzt DSJ exklusiv machen. Den Rest lade ich jetzt auf den zweiten Channel hoch. Habe ich ja auch Pokémon komplett hochgeladen, Purpur. Was ich auch gestreamt habe mit Tautau. Ja, war ziemlich spaßig. Und ja. Könnt ihr auch mal vorbeigucken, wenn euch sowas interessiert. Auch die ganzen Hubex testet, weiß ich noch nicht, was ich mache. Hubex testet kann sein, dass ich das hier weiterhin fortführen werde. Aber nur bei Spielen, wo ich mir sicher bin, dass es interessant genug ist. Eventuell. So wie Forest 2, weil Forest 2 testet, werde ich auf jeden Fall hier machen. Und eine volle Serie dann auf dem zweiten Channel. So in der Richtung. Das wird auf jeden Fall spaßig. Oder ich lade die erste Folge hier hoch und den Rest auf dem zweiten Kanal. Mal gucken, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall, irgendwas kommt hier auch zu Forest 2, vielleicht ein Zusammenschnitt. Das wäre doch mal was. Und die normalen LP-Folgen dann auf dem zweiten Channel. Vielleicht sowas in die Richtung. Aber dafür brauche ich halt Zeit, ne? Weil ich habe auch noch für den zweiten Channel auch noch uralte Folgen Raft rumliegen, die geschnitten gehören, weil man die sich nicht als Ganze anhören kann, weil ich da eben erkrankt war, ein bisschen positiv war. Ja, und das war halt letztes Jahr im Juli. Juni, sowas in der Richtung. Das ist also schon ein bisschen her, die liegen halt schon ewig rum auf meinem Rechner. Die gehören auch noch hoch. Ich glaube, ich habe die ganze Hauptstory gefilmt und wir sind, glaube ich, jetzt nicht mal bei der ersten Hauptquest noch, also mal schauen, wie lange das noch dauert. Aber das sind so Filler, aber ich möchte auf jeden Fall wieder jetzt mal erst eine Folge Entropy Center machen, vielleicht zwei, und dann wieder mal ransetzen und eine Folge Raft kürzen und dann hochladen. Weil es ist ein super Fun-Edit, ist es ja nicht, aber es ist halt viel es sind halt viele Passagen drinnen, weil ich im krank war, dass ich halt nicht geredet habe. Ich musste mich halt einfach ablenken. Und das war halt perfekt damals mit Luca, dass ich da Raft gespielt habe. War auch sehr spaßig, aber es kann halt nicht die ganze Zeit gehen, ne? So. Vor allem, wenn ich alles aufgenommen habe und ich kann nicht alles einfach so hochladen. Denn da habe ich teilweise Passagen drin, wo ich vielleicht eine halbe Stunde nicht geredet habe. Also es war so schon geplant eigentlich, dass ich das einfach im Nebenher und dann vielleicht ein paar lustige Momente oder ein paar relevante Momente, je nachdem, im Video schneide, weil, wie gesagt, ich war nicht so entertaining, deswegen schneide ich es ja nochmal zusammen und dann wird die Folge wahrscheinlich noch immer nicht wirklich krass gut sein, aber man sieht zumindest den Progress, hat ein bisschen ein paar Jokes hier und da, also das sollte schon okay sein für den zweiten Channel auch. Weil sonst würde ich stärker editierten Content auch in Zukunft versuchen, hier ein bisschen zu etablieren. Wenn sich das richtige Spiel findet. Weil ich weiß ja, was ich mit 1.12 mit dem Spiel machen möchte. Das wird sowieso noch interessant. Wenn das Kalender-Update kommt, dann können wir viel, viel mehr Bullshit noch machen mit dem Spiel. Das uns jetzt noch restricted hat, so ein bisschen. Denn, naja, man muss ja auch mal so ein bisschen
sonst so viel editen und das Ganze, die ganzen Punkte tracken und so weiter und so fort. Das ist dann nochmal eine zusätzliche Anforderung an Zeit, die ich halt nicht habe. Sagen wir mal so. Deswegen wird es so kommen, wie es kommen wird. Also schauen wir mal, wie es ausschaut dann in Zukunft, wenn das 1.12-Update kommt. Und vor allen Dingen, ich kann Teambewerber endlich integrieren in den Weltcup. Weil sowas sollte dann kommen. Und ich denke auch, dass mit dem Kalender-Update, was 1.12 sein wird, auch möglicherweise Springer nach einzelnen Bewerben ausgetauscht werden können. Das heißt halt wirklich, dass ich wirklich exakt nachspringen kann, wer da ist beim Springen und auch die Verletzten mal austauschen kann. Also das ist schon nochmal ein Stückchen cooler dann, wenn ich dann wirklich jedes Springen den richtigen Springer dabei habe. Und naja, das ist halt schon eine super Sache dann. Vor allen Dingen, wenn man dann den Anzug auch noch wechseln kann hier und da zwischendrin. Das wäre schon interessant, wenn man das können würde. Mal gucken, wie sehr ich dann ins Detail gehe. Aber das ist durchaus möglich, dass ein paar Springer dann den richtigen Anzug auch haben, den sie am Wochenende getragen haben. So schaut's mal aus von dem kleinen Schwenk. Einsicht in zukünftige Dinge. Oh, das war ein Sturz. Das war alles Müll. Naja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, ein bisschen müde halt von dem Ganzen. Ich bin jetzt mal erleichtert. Es ist so ein bisschen der Ballast mal abgefallen. Und ich war wirklich fast jeden Tag jetzt immer von 8 bis 20 Uhr am Arbeiten für die Wohnung, beziehungsweise halt irgendwas am Hin- und Herfahren. Es waren immer Leute hier. Das hat schon auch an mir ein bisschen gezogen. Und ja, jetzt kommt wieder ein bisschen Normalität in den Alltag mit der Arbeit. Und dann werde ich mal die nächsten Tage wahrscheinlich noch ein bisschen schlafen. Die ersten 2, 3 Tage. Ich hoffe halt, dass ich noch Zeit finde für eine Aufnahme. Aber das werde ich dann wahrscheinlich immer machen. Nachdem ich aufgestanden bin, werde ich schnell einen Tee trinken und dann haue ich mich hierher. Ist natürlich keine Garantie, dass ich dann munter erscheine. Aber ich möchte mal die 4 Folgen raushauen. Auch wenn ich jetzt nicht im besten Mut bin dafür, auch nicht wirklich wach genug bin dafür. Wir werden sehen. Ich meine, ich möchte mich nicht überstrapazieren, was das betrifft, aber ja, ich werde einfach raushauen, wenn ich es raushaue, sage ich jetzt mal. Ich werde mich da jetzt nicht stressen, wir haben jetzt schon Rückstand. Ich schaue nur, dass wir einfach aufholen. Ich hoffe, dass ich diese Woche schon fast aufgeholt habe am Ende der Woche, dass dann wirklich nur noch ein Springen fehlen würde. Dann kann ich nämlich nächste Woche 2 Folgen machen und dann hat sich das erledigt. Also 2 Blocks halt, dass ich einmal nach Plan Mittwoch, Dienstag, Mittwoch und einmal sonntags, also Samstag, Sonntag dann irgendwie das machen kann, dass sie wieder da sind, wo wir sein sollen. Ich habe gesagt, eigentlich Mittwoch, Donnerstag dieses Jahr oder Dienstag, Mittwoch. Wir werden sehen, ob ich das einhalte oder ob ich dann doch wieder vorziehe mit dem Bewerben. Aber ich denke, ich werde das dann doch unter der Woche wahrscheinlich eher machen. Bin ich mir fast sicher, muss ich sagen. Das heißt, es müsste ich eigentlich nicht so viel nachholen. Es ist immer nur so, die 4-Schanzentournee ist immer special, scheduled dann am Channel, weil da halt wirklich fast jeden Tag ein Springen ist. Das heißt, ich muss da halt ein bisschen was überlegen, dass ich das alles unter den Hut bekomme. Danach, wenn wieder ein bisschen Platz ist, dann ist das ja wiederum egal ein bisschen. Dann kann ich mir einen Tag ja wieder besser aussuchen, wenn einmal die Woche noch ein Skispringen ist, ne? So, Daniel Vasiljev, mittlerweile schon bei Startnummer 54 angekommen. Er kommt auf Rang 42. Das ist im Moment nicht dabei. Die ersten 40 sind mit dabei. Das heißt, 10 sind noch oben. Das war ja eine gute Pausierung mal. Kobayashi führt mal wieder die Qualifikation an. 136 Meter sind aber ein paar Mal gefallen heute. Auch die 136,5 sind zweimal gefallen.
Und dahinter schaut es ein bisschen mager aus. 135 haben wir einmal und dann 134 ganz oft. Also ja, das ist halt im Moment der Zwischenstand und dann schauen wir uns auf jeden Fall gleich mal an. Radek Riedl schon sehr weit vorne, aber der Trend, dass Tschechen starten, scheint diese Saison nicht abzureißen. Ich glaube, es war nur im ersten, letzten Springen, da wo das nicht der Fall war. Aber sonst jetzt eigentlich immer. Aber hier schafft das mit Rang 43 nämlich erst vorübergehend mal nicht. Alle über 130 sind im Moment dabei. Also schauen wir mal, 129,5 sollte dann auch noch reichen, vielleicht. Wir werden sehen. Naoki Nakamura. Aber ich sollte vielleicht noch ein bisschen reden, dann fällt mir das nicht so. Mache ich mir nicht so einen Kopf, wie wer springt. Was auch nicht verkehrt ist. Dann mache ich das so nebenbei. Das ist in der Qualifikation vielleicht immer ein bisschen interessanter für mich. Weil in der Quali scheiden hier ja nicht so viele aus. Es ist hier ein bisschen interessanter als die restlichen Qualifikationen für mich persönlich. Weil eben Co-Wettbewerb ist. Aber sonst, ja. Vor allen Dingen auch, genau, das wollte ich auch noch ansprechen, genau, vor allen Dingen mit dem Kalender-Update, wenn ich mich mal verdrücke, so wie bei Engelberg, oder wo es auch schon in Jahren passiert ist, dass ich nicht K.O.-Wettbewerbe gedrückt habe, dann ist natürlich auch klar, dass man das dann noch ausbessern kann, sollte. Das wäre natürlich obermega klasse. Irgendwie ein Screen hat dazwischen, wo man Sachen raus und reinnehmen kann. On the fly so ein bisschen. Und das wäre auf jeden Fall super. Denn dann hätte man nicht so das Problem damit, dass man eben mal sich verklickt am Anfang des Jahres. Oder so mit der Wetterlage. Das habe ich dann nach Wischler realisiert, dass das viel zu früh war. Deswegen hatten wir auch in Kusamo keinen Schnee, was ziemlich unrealistisch war. Aber was willst du machen? Es ist halt so passiert. Ich habe mich im Monat halt verklickt. Und naja, passiert halt. Aber vielleicht bekommen wir das ja wieder hin, dass wir das nächste Mal richtig machen. So, und jetzt haben wir nur noch einen, nämlich den Gesamtweltcup-Führenden. Ja, macht das auch. Aber kommt nicht in den Bewerb mit 129 Meter. Da ist er nur auf Rang 53. Das ist eine große Sensation. Und damit als letzter noch qualifiziert Naoki Nakamura. Ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Aber gewinnen tut diese Qualifikation Ryoyo Kobayashi vor Ian Happes und Giovanni Brisadola. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die K.O.-Duelle an. Wir haben Eto'o Nusainen gegen Jakob Vornée, Vilho Piálsaro gegen Muhammad Irfan Sintima, Casey Larsson gegen Konstantin Schmidt, Fatih Ada İpcioğlu gegen Frederik Willumstad, Antti Aalto, Shahrbazham Muminov, Markus Müller gegen Domen Preutz, René Kaido gegen Daniel André Tande, Kevin Maltsev gegen Wladimir Zograwski, Markus Eisenbichler gegen Dominik Peter, Junichiro Kobayashi gegen Daniel Schofenik. Francesco Cecconi gegen Antsé Lanišek. Loro Kos gegen Alexander Schnischol. Da haben wir ein reines Norweger-Duell, nämlich mit Halvor Ingegner-Granerød gegen Robert Johansson. Kamil Stoch gegen David Kubacki, ein reines polnisches Duell. Jan Hörl gegen Dekadin. Manuel Fettner gegen Karl Geiger. Philipp Aschenwald gegen Arti Aigro. Philipp Raimund gegen Marius Lindwig, auch sehr interessant. Daniel André Kakina gegen Piotr Schiller. Peter Preutz gegen Keiichi Sato. Stefan Huller gegen Yukiya Sato. Ah, die doppelte Sato-Portion hier. Michael Heiberg gegen Stefan Kraft, reines Österreicher-Duell. Daniel Vassiljev gegen Giovanni Brisadola. Radek Riedl gegen Jan Habtas. Naoki Nakamura gegen Yrjö Kobayashi. Also vier Nationen interne Duelle gibt es hier, was sehr viel Spannung reinbringen wird. K.O. funktioniert ja wie folgt. Jeder, der sein Duell gewinnt, ist weiter und dann die fünf besten Sprünge, die verloren haben. Und wir starten mit Eto'o Nusainen gegen Jakob Vornée.
Also wenn zwei Springer 127 Meter springen, die am Ende der Wertung auf 40 und 41 sind, sind trotzdem auf 40 weiter, denn er hat das Duell gewonnen. So funktioniert das. Und Etunusian startet mal mit 129,5 Meter, was durchaus schlagbar ist. Schauen wir mal, was Jakub Wolny hier zeigen kann. Wir haben sogar die Tournee-Trikots. Meine Güte, das sehe ich ja jetzt. Wir haben jetzt ein rotes und blaues Trikot für die. Wow, das habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Das ist ja cool. Okay, Etunusian gewinnt aber dieses Duell gegen Jakob Wolny. So, weiter geht's mit Villopalosari. Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Gegen Muhammad Irfan Sintima. Das ist auch jetzt nicht das Gelbe vom Eis, sind 128,5 Meter. Das ist Rang 3 im Moment. Durchaus machbar. Schauen wir mal, was der Türke hier schaffen kann. Ja, schaut auch nicht verkehrt aus. Ähnlich weit, aber zu kurz für dieses Duell. Villopilosaurus ist damit weiter. Nächstes Duell. Casey Larsson macht hier den Anfang gegen Konstantin Schmidt. Der war stark vom Amerikaner, der Sprung. Er ist ziemlich hoch rausgekommen. Macht mal einen super Satz auf 135 Meter. Das ist top. Schauen wir mal, was Schmidt hier machen kann. Der ja auch weit vorne in der Gesamtwertung liegt. Der kommt ähnlich weit, aber er stürzt bei 135 Meter. Oh, das wäre ganz knapp geworden, aber Schmidt stürzt. Larsson gewinnt dieses Duell. Ich weiß nicht, ob die Sturzregelung auch bei K.O.-Duellen zählt. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das ist sehr, sehr schade. Und damit hätte Konstantin Schmidt wieder seine Punkte, die er den letzten Bewerben liegen lassen hat, wieder eventuell aufholen können. Naja, Fatih Ada İpcioğlu jetzt erstmal mit 132 Meter ist auch eine starke Weite. Schauen wir mal, was jetzt Fredrik Willumstad hier gegenzusetzen hat. Ja, nicht so viel, ne? Nicht so viel. 127,5 Meter ist dann halt zu kurz und damit dürfte er auch mal raus sein. Er ist im Moment der zweite beste Lucky Loser, aber das kann sich schnell ändern. Anti Alto gegen Shabrishan Muminov heißt das nächste Duell. Ja, Anti Alto legt mal eine Weite von 130 Meter vor. Das ist im Moment Rang 3. Also die Finnen bisher gut unterwegs. Schauen wir mal, was jetzt Muminov hier machen kann. Windbedingungen sind auch gerade nicht die besten. Das merkt man auch in seinem Sprung. 126,5 Meter für Muminov. Alter damit dabei mit 130 Meter. Okay, nächstes Duell lautet Markus Müller gegen Domen Preutz. Der junge Österreicher setzt hier mal vor. Ja, kann man durchaus machen. 132 Meter, das ist Rang 2 im Moment durch die Noten. Und damit ist er da mal in guter Position. Schauen wir mal, was Domen Preutz jetzt schafft. Das schaut auch nicht so schlecht aus. Kommt ähnlich weit und gewinnt dieses Duell. Halben Meter weiter, bessere Noten. Auf Rang 2 damit. Markus Müller bis jetzt der beste Lucky Loser. Erstmal. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Renny Kaido gegen Daniel Andre Tande. Ja, solide. Solide würde ich mal sagen mit 131,5 Meter. Das ist im Moment Rang 5. Wäre der zweitbeste Lucky Loser, sollte er verlieren. Schauen wir mal, was Daniel Andre Tande macht. Der hat nicht so gut ausgesehen. Der stürzt auch viel früher ab. Damit gewinnt Renny Kaido und Tande ist auf Rang 8. Macht ihn trotzdem den zweitbesten Lucky Loser im Moment. Mal schauen, ob es doch am Ende dann reicht für ihn. Kevin Maltzeff jetzt. Der hier gegen Wladimir Zografski antritt und ein estisch-bulgarisches Duell gab es, glaube ich, auch noch nie in echt. Deswegen wäre das mal auch interessant. Aber hier mal Rang 5 für Maltzeff ist nicht verkehrt.
Radimir Zugravski. Schauen wir mal, was seine Bedingungen sind. Die sind eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Kann er die auch ausnutzen? Schaut so aus. Das sind 134 Meter und das ist Rang 2 für Zografski. Maltsev damit zweitbester Lucky Loser auf Rang 6. So, jetzt kommt der erste Verfolger im Gesamtweltcup, nämlich Markus Eisenbichler gegen Dominik Peter. Eisenbichler schon in der Luft. Er kann heute hier ordentlich aufholen, denn Zeitsch ja nicht dabei. 131,5 Meter, das ist mal eine solide Leistung. Sollte er verlieren, wäre der beste Lucky Loser. Also, das ist schon mal eine gute Leistung hier von Eisenbichler. Nicht top, aber gut. Aufholen kann er damit auf jeden Fall. Dominik Peter nur 127 Meter. Dürfte damit raus sein. Eisenbichler bleibt auf 4. Und ja, Peter schon raus. Eisenbichler auf 4. Also mal eine solide Ausgangslage für den zweiten Durchgang. Junichiro Kobayashi darf diesen Anfang machen des Duells. Und sein Gegner lautet dann Daniel Čofenik. Er hat 133 Meter gesprungen. Das muss man erstmal schaffen. Schauen wir mal, ob er da mithalten kann oder nicht. Das Lucky Loser über 130 Meter ist eigentlich Pflicht. Schafft er nicht, ist auf Rang 11 im Moment und Junichiro Kobayashi gewinnt dieses Duell. Ja, er ist im Moment auf Rang 3 der Lucky Loser. Wir werden sehen, ob das noch reichen kann oder nicht. Mal schauen. Als nächstes Francesco Cecon gegen Ancelonischek. Cecon war in der Quali sehr gut. Scheint diese Chance zu liegen. Auch hier ein solider Sprung auf 133,5 Meter. Das ist im Moment Rang 3. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir mal, was jetzt Ance Lanišek zu bieten hat. Der schaut sehr, sehr stark aus, auch in der Luft. Und der ist weit. Das ist Tageshöchstweite mit 137 Meter. Supernoten. Und das ist dann klar und deutlich die Führung für Ance Lanišek. Nächster Springer ist jetzt Lovro Kos, der dann gegen Alexander Schnieschol antreten darf. Auch er, der Slowene, mit 134,5 Meter, sehr stark unterwegs. Kann man sich nicht beschweren. Schauen wir mal, was jetzt Alexander Schnieschol zu bieten hat. Der schaut auch stark aus. Der war auch stark. 136,5 Meter, das ist Rang 2 für den Polen. Und damit Kos jetzt der neue beste Lucky Loser. Das geht ja hier jetzt zack, auf Schlag. Und da wird man sich schon fragen bei den Lucky Losern, oh, reicht meine Weite vielleicht doch nicht. Halvor Egner Granerød gegen Robert Johansson jetzt. Ja, Granerød fällt jetzt da ein bisschen wieder zum Opfer des Ganzen. Bei 130 Meter ist er auf Rang 17. Also wenn das nicht gewinnt, ist er so gut wie raus. Schauen wir mal, was jetzt Robert Johansson zu bieten hat. Der schaut deutlich besser aus. Auch nicht viel, aber doch. Und 133 Meter, Rang 9 für Johansson. Und damit ist Granerød direkt im ersten Durchgang raus. Karl Storch gegen David Kubacki. Auch ein interessantes Duell. Direkt das nächste nationinterne Duell. Storch mal mit einem sehr soliden Sprung auf 134 Meter. Das ist Rang 4 im Moment. Schauen wir mal, was David Kubacki gegenhalten kann. Ja. Ist auch gut. Ist nicht ganz die Weite von Stoch. 132 Meter hat Kubacki, ist damit drittbester Lucky Loser. Ist durchaus in Ordnung, damit ist Daniel Čofenik mal draußen. Und der nächste, der jetzt zittern muss, ist jetzt Kevin Maltsev, wo ich eigentlich schon prophezeit habe, dass der sich eigentlich nicht so viele Sorgen machen muss. Aber es sind noch fast 10 Pärchen oben. Also, das wird schon spannend noch. Jan Hörl, jetzt mal als nächster. Springt 130,5 Meter, ist damit auf Rang 18. Ja, kann man machen.
Und sein Gegner ist Decker Dean. Der hat aber ein bisschen zu viel Kippmomentum, sage ich jetzt mal, gehabt. Der ist zu viel übergekippt mit den Skiern nach dem Vorbau und damit nur eine flachere Flugkurve rausgekommen. Damit sehr, sehr kurz, weil der Abschwung wahrscheinlich auch zu spät war, leicht. Nun ja, Hörl weiter mit rund 30,5 Meter. Nächstes Duell: Manuel Fettner gegen Karl Geiger, auch ein sehr interessantes Duell. Sowieso deutsch-österreichische Duelle bei der Vierschanzentournee immer mit Brisanz. 130,5 Meter auch von Manuel Fettner. Schauen wir mal, was Karl Geiger gegenstemmen kann. Ist eigentlich eine machbare Weite. Werden sehen, ob er das auch schaffen kann. Schaut nicht schlecht aus. Schafft er auch. 132 Meter, ist Rang 10. Geiger dabei, Fettner draußen. Nächstes Duell: Philipp Aschenwald gegen Ati Aigro. Sehr hoch rausgekommen, scheint aber hier zu helfen. 132 Meter ist Rang 10. Wäre drittbester Lucky Loser, falls er verlieren sollte. Also gucken wir mal, was jetzt Ati Aigro macht. Ein Ace ist auf jeden Fall weg, wenn er weiterspringt. Ist Maltsev draußen, wenn er kürzer springt, ist er draußen. Und Aigro ist draußen, Maltsev noch nicht. Aschenwald mal auf Rang 10 damit mit der Leistung. Nächstes Duell lautet Philipp Raimund gegen Marius Lindwig. Der kommt auch stark raus. Der war sehr, sehr stark. Das waren 136,5 Meter. Das ist im Moment Rang 2 für Philipp Raimund. Da ist er sehr gut positioniert und auf jeden Fall im zweiten Durchgang. Schauen wir mal, was Marius Lindwig schaffen kann. Außer der Wind dreht jetzt dramatisch und dann. Ne? Aber Raimund weiter, Lindwig draußen aus dem Bewerb. Also auch wieder ein starker Springer eliminiert hier. Daniel Andre Kakina darf jetzt dieses Duell beginnen gegen Piotr Schiller. Sehr solide. Vom Rumänen 131,5 Meter. Ist damit auf Rang 17. Würde Kevin Maltsev damit gefährden, falls Schiller weiterspringt. Ne, Piotr Schiller hat ja auch seine großen Probleme. Auch er damit draußen. Ja, weil einfach ein bisschen vom Timing her nicht dabei. Peter Priots gegen Keiichi Sato jetzt. Ja, macht auch seine Leistung sehr, sehr gut. Springt auf 134,5 Meter, ist damit Fünfter erstmal. Und Keiichi Sato darf jetzt gleich hinterher nachlegen. Schauen wir mal. War in der Quali ja sehr, sehr stark unterwegs. Ja, 133 Meter ist Rang 9, dürfte der zweitbeste Lucky Loser sein und damit ist Kevin Maltsev erstmal draußen. Natürlich sind dahinter auch noch ein paar Leute dabei, aber die hatten halt dann einfach das Duellglück. Stefan Holler jetzt gegen Yukiya Sato. Schauen wir mal, wie es jetzt hier ausgehen wird. Also die Polen scheinen ja diesen Bewerb heute zu lieben. Die sind eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Rang 17 jetzt mit 132 Meter für Stefan Holler. Ja, wenn das so bleibt, wäre Markus Müller draußen, falls Yukiya Sato weiterspringt. Was gut und gerne auch danach aussieht. Denn der war stark. Der ist nämlich noch weiter vorne. Der ist nämlich mit 136 Meter jetzt auf Rang 3. So, jetzt kommt ein Österreicher Duell, da qualifiziert sich auf jeden Fall einer. Michael Heiböck gegen Stefan Kraft. Das Zimmerkollegen-Duell. Ja, da legt mal ein Heiböck richtig gut vor. 136,5 Meter, da war er wohl besonders motiviert hier, einen super Sprung vorzulegen gegen Stefan Kraft. Mal schauen, was jetzt Stefan Kraft gelingt. Auch er kommt gut raus.
Nicht ganz so weit. Rang 19 mit 132 Meter ist jetzt auch auf Rang 19. Und das ist der vierte und fünfte Platz. Also scheint vielleicht die Möglichkeit, dass wir mehrere Leute dabei haben im zweiten Durchgang. Bis zu sieben Lucky Loser dann eventuell, denn die sind alle ex aequo. Also da kommt jetzt irgendwas noch bei den letzten dreien. Durchaus möglich, aber wir werden sehen. Daniel Vasilev fürs erste Mal. Der braucht auf jeden Fall mehr als 140,1 Punkte, um mal schon Lucky Loser in diesem Duell zu haben. Ist der Fall. 133 Meter, er ist auf Rang 17 damit. Also er könnte da schon mal reinrutschen. Schauen wir mal, was Giovanni Bresadola hier machen kann. Der hier leider viel zu spät wegkommt. Das war viel zu spät. Nur 119,5 Meter, Rang 46. Das war halt wirklich dann zu wenig. Radek Riedl jetzt gegen Jan Harptas. Das ist auch so eine Duell von zwei Ausreißern, würde ich sagen. Riedl ein bisschen sehr kurz mit Rang 43, nur 123,5 Meter, das war nichts. Und schauen wir mal, was jetzt hier an habt. Das macht jetzt auch ein bisschen schwierigere Bedingungen. Schauen wir mal. Ja, kommt auf jeden Fall über die Distance to Beat Weite. 130,5 Meter sind es aber nur. Was immer in Rang 29 ist, ist dabei, aber trotzdem nicht wirklich gut. Das letzte Duell, auch ein nationinternes Duell, nämlich Naoki Nakamura gegen Junichiro Kobayashi. Ja, 129,5 Meter wäre zu kurz. Schauen wir mal, was Kobayashi macht, denn der muss das mal überbieten. Macht das auch stark. Der ist da auch vorne mit dabei, wollte ich schon sagen, aber er stürzt auch, gleich wie Markus Eisenbichler schon. Und damit ist Naoki Nakamura drinnen, aber ich weiß jetzt nicht, was mit den Gestürzten ist. Sind die auch dabei? Die sind dabei, nämlich Konstantin Schmidt und Ryoyo Kobayashi. Und zusätzlich dann sechs Lucky Loser macht ein Feld von 33 im zweiten Durchgang. Ja, puh, das war mal ein starker erster Durchgang. Ante Lanišek führt vor Philipp Raimund und Michael Heiberg, die ex aequo auf Rang 2 sind. Und vierte dann Yukiya Sato und auch noch ein Alexander Schnieschol, Casey Lars und Peter Priots, Kampfstoch, Lovokos, die nicht allzu weit weg sind von dem Podium. Wenn die Leistung wiederholen können. So, zweiter Durchgang. Jetzt kommen erstmal die zwei Gestürzten. Ob die noch wirklich Chancen auf Weltcup-Punkte haben? Ja, schau mal dahingestellt, da müssen schon ein paar richtig failen auch. Aber schau mal, was wäre, wenn? Ryoyo Kobayashi. Zwei sehr starke Sprünge hat er geschafft, ja. 133,5, 135 wäre wahrscheinlich nicht ganz für ein Podium ausgegangen. Wir werden sehen, ob das sich dann bewahrheitet. Aber so ist das eben. Konstantin Schmidt hingegen macht Ähnliches, kommt aber ein Stück weiter noch als Kobayashi. 134 Meter übernimmt damit die Führung erstmal. Und jetzt können wir schon mal reingucken, denn einer muss ohne Weltcup-Punkte nach Hause gehen, so viel ist sowieso sicher. Willow Pilosari startet mal. Palosari, wieso will ich Pilosari sagen? Palosari startet mal. Er hat zweimal 128,5 Meter. Er hat die jedoch gestanden und ist nur knapp in Führung damit. Also, auch er geht hier knapp erstmal rein. Naoki Nakamura darf jetzt runter. Der hat ja durch den Fehler von Kobayashi ja überhaupt überwintern dürfen hier in dieser Gruppe. Ja, er setzt mal 134,5 Meter runter, was ziemlich stark ist und damit die erste richtige Richtmarke. Etunusiainen erwischt gerade auch einen sehr, sehr guten Sprung. Kommt auch richtig weit runter auf 135,5 Meter. Das ist nochmal eine größere, bessere Richtweite. Jan Hörl, jetzt in der Luft auch, nutzt auch die guten Bedingungen aus, die gerade waren. 136,5 Meter, ist nochmal einen Meter weiter, aber die Noten waren halt nicht gut. Hätte vielleicht einen Meter, halben Meter kürzer springen sollen, dafür hätte er bessere Noten gehabt.
Naja, Anti-Alto, schon am Weg nach unten. Hat 131 Meter erzielt, damit auf Rang 4. Jan Habters macht heute auch auf jeden Fall Punkte. War in der Quali gut, im ersten Durchgang nicht so bisher. Auch hier eher Mittelmaß, 131,5 Meter. Punkte sind es auf jeden Fall für ihn. Die kann ihm keiner mehr nehmen. René Keiler kommt auch gut weg, der ist hoch auf jeden Fall. Macht heute wahrscheinlich auch starke Punkte, 135 Meter. Ist jetzt wiederum in Führung. Fatih Ada İpcioğlu jetzt. Bisschen Rückenwind hat er auch. Kommt damit nicht ganz so weit runter. 131 Meter sind es geworden. Ist wiederum Rang 5. Ist okay, aber man muss halt vorne sein, um weiter Punkte machen zu können. Daniel Andre Kakina macht heute auch einiges richtig. Der war stark. 135 Meter, das ist wiederum die Führung für ihn. Stefan Kraft war auf Rang 20. Als einer der Lucky Loser. Und kommt jetzt diesmal gut runter. 135 Meter sind es geworden. Solide Noten, aber da fehlt halt 0,1 Punkt auf Kakina. David Kubacki jetzt. Was kann er hier uns zeigen? Ah, das ist ein bisschen flacher runter. Ist aber trotzdem auf eine halbwegs so weitergekommen. Rang 6 für Kubacki. Stefan Huller. Für ihn gilt dasselbe. Das waren eben die drei Lucky Loser, die ex-aequo waren. Und da wir halt dadurch ein Starterfeld mehr hatten. Aber Kraft kann da auf jeden Fall als bester der dreien hervorgehen. So, Markus Eisenbichler, der muss jetzt ordentlich was runtersetzen, um auf Zeit aufzuholen bzw. vorzulegen auch. Naja, er nimmt Punkte mit, aber es sind keine großen. Rang 6. Robert Johansson jetzt. Mal schauen, vielleicht geht ja ein anderer als Sieger hervor, der dann noch ganz vorne stoßen kann. So schaut es im Moment auf jeden Fall aus. 134 Meter ist Rang 3. Sehr, sehr knapp jetzt an der Spitze. Daniel Vassiljev für die Kasachen. Das wäre mal eine Sache, wenn er so weit springt nochmal. Ah, nicht ganz. 131 Meter fällt er zurück auf Rang 10. Karl Geiger jetzt. Was darf er uns hier jetzt zeigen in diesem zweiten Durchgang? Und zwar einen sehr guten Sprung. Das waren 135 Meter. Super Noten. Und damit auf Rang 1. Philipp Aschenwald jetzt schon in der Anlaufspur. Ja, ein bisschen langsam darunter. Ein bisschen zu steil vielleicht. Deswegen fällt er auch zurück auf Rang 14 sogar. Schade. Yujiro Kobayashi jetzt. Ein bisschen mehr Rückenwind wieder als seine Kollegen. Sehr gemischte Verhältnisse heute. Also von ein bisschen Aufwind bis zu ein bisschen Rückenwind ist alles dabei. 134,5 Meter, der war eh stark für diese Verhältnisse. Landet er erstmal auf Rang 5. Aber auch knapp dahinter hätte auch Zweiter sein können. Und das macht am Ende sehr viel aus. Domen Prioc. Ja, nun war auch nicht wirklich gut. Fällt zurück auf Rang 14. Francesco Ceccone jetzt. Ja, durchaus überall mal in dieser Saison gut zu finden, die Italiener bisher. Schauen wir mal, ob sich das hier weiter fortsetzt, der Trend. War unauffällig, fällt aber weit zurück damit auf Rang 14 eventuell auch, wie schon viele andere Kollegen vorhin, die über die 10 gefallen sind. Keiichi Sato war auf Rang 11 nach Durchgang 1. Ja, kann mit 132,5 Meter nicht weiter nach vorne stoßen, ist aber auf Rang 7.
Nun ja, wenn man die Weite hält, dann fällt man eigentlich ziemlich weit zurück. Man muss also schon ein bisschen was draufsetzen. Wladimir Zugravski vielleicht nicht. Er ist schon bei 134 Meter gewesen im ersten Durchgang. Auch 132 wäre zu kurz, sage ich jetzt mal. 130,5 ist dann noch mal zu kurz. Das sind dann nur Rang 12 erstmal. Lovrokos, so, schon sind wir in den Top 10 angelangt. War 19 nach Durchgang 1. Fällt auch zurück, so viel ist sicher. 129 Meter, das ist sogar nur Rang 19. Also das ist schon ordentlich was. Und naja, 8 nach oben mit inklusive Kamil Stoch. Was kann er hier uns zeigen? Einen sehr soliden Sprung und der war weit und 135 Meter reicht für die Führung. 3,1 Punkte jetzt vor Karl Geiger auf Rang 1. Das war schon mal ein Angriff auf das Podium. So viel ist mal sicher. Peter Preetz muss ungefähr seinen Sprung nochmal wiederholen des ersten Durchgangs. Kann er nicht ganz. 133,5 Meter trotzdem stark. Und damit erstmal auf Rang 2. Casey Larsson, der war überraschend weit vorne. Hatte lange gut ausgesehen für ihn. Kann er den Sprung nochmal wiederholen oder nicht? Nicht wirklich. Da fällt er zurück auf Rang 12 mit 130 Meter. Trotzdem gute Leistung von ihm heute. Rang 5 ging an Alexander Schnieschol. Das hat er dieses schon mal gehabt. Kann er das halten oder sogar ausbauen? Ja, nicht ganz halten, aber mit 133 Meter ist er auf Rang 2. Da ist er auf jeden Fall auf einem guten Weg. Im Moment doppelpolnische Führung und 4 nach oben. So, was kann Yukiya Sato zeigen? War in der Quali gut, war im ersten Durchgang gut, war im zweiten Durchgang gut. Und ist jetzt mit 134,5 Meter auch auf Rang 1. Der Japaner schaut hier gut aus, auf dem Weg zu einem eventuellen Podium oder Sieg sogar. Drei nach oben. Philipp Raimund jetzt. Der kommt aber nicht so weit. Der fällt zurück. Mit 130,5 Meter fällt er auf Rang 10. Durchaus in Ordnung, aber da wäre mehr drin gewesen. Auf jeden Fall ein Japaner. Schon mal am Podest. Weiter geht's mit Michael Heiberg. Bedingungen sind jetzt eher schwierig, um da ganz nach vorne zu kommen. Ja, ein bisschen fährt er zurück. 131 Meter waren es, Rang 5. Trotzdem eine sehr solide Leistung. Damit auch Kamil Stoch am Podest. Ance Lanišek noch. Der hat ein bisschen Vorsprung. Der ist der Einzige, der jetzt vielleicht einen 134er-Sprung sich leisten kann und trotzdem gewinnen kann. War vielleicht ein Ticken zu spät. Kommt aber mit 132,5 Metern nicht ganz nach vorne, aber auf Rang 3. Und deswegen schaut das Podium wie folgt aus. Yukiya Sato gewinnt hier vor Kamil Stoch und Ance Lanišek. Vierter wird Alexander Schnieschol, fünfter Peter Preetz, sechster Michael Heiberg, siebter Karl Geiger. Das kann ja schon fast realistisch sein hier vorne. Dann kommt Daniel André Kakina, der sehr, sehr stark war. Neunter wird noch Stefan Kraft, der auch sehr viel Boden gut gemacht hat. Nun ja, auch zehnter Robert Johansson und Jinichiro Kobayashi. Der war auch ziemlich weit vorne am Anfang. Schauen wir mal, was sich da jetzt in der Gesamtwertung getan hat. Ja, damit mit zwei zweiten Plätzen bisher dieses Jahr hat sich jetzt Kamil Stoch an die Spitze gesetzt vor Markus Eisenbichler und Timi Zajc. Vierter im Moment dadurch Alexander Schnieschol. Fünfter Konstantin Schmidt mit Jinichiro Kobayashi. Siebter jetzt Ance Lanišek. Achter Granerüth. Neunter De Schwant und zehnter Nakamura. Elfter jetzt Michael Heiberg, dann nach Yukiya Sato, Daniel Vasiljev, Wladimir Zugravski und Radek Riedl. Ja, das sind unsere Top 15. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen oder übermorgen wieder. Und bis dorthin springt schön brav weiter.